Ja, also ich rede heute ein bisschen darüber, ein bisschen autobiografisch. Ich mache seit 12, 13 Jahren Podcasts. Und ich habe mir gedacht, da lernt man ja ziemlich viel und das will ich einfach mal weitergeben. Vor allem habe ich noch nie so viel mit der deutschen Podcasting-Community zu tun gehabt und ich habe gedacht, kennenlernen. Das ist ein Workshop hier, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch sofort. Auch ruhig laut, falls ich euch nicht sehe, geht dazwischen. Ich müsste genug Zeit eingeplant haben. Also gerne Fragen stellen, alles gut. Ich hoffe, ich mache das hier interessant für Leute, die noch keine Podcasts machen, die dann vielleicht wissen, warum sie den Podcast machen wollen in Zukunft. Und wenn ihr einen Podcast macht, lernt ihr vielleicht auch noch was. Ich habe schon so ein bisschen festgestellt bei den anderen Talks, die hier so sind, ich mache, glaube ich, ein bisschen anders Podcasts als andere Leute. Hier wird sehr viel über DAWs geredet und über Aufnahme in Software und so. Ich bin da sehr oldschool. Ich mache sehr viel so mit Mixern und so, aber dazu komme ich gleich. Also ich bin freier Journalist und Autor aus Hamburg. Ich mache seit 2006, also ich habe 2006 mein erstes Podcast-Experiment gemacht. Es war eine Folge, das ist dann sehr schnell gestorben. Aber seit 2007 mache ich eigentlich durchgehend immer Podcasts. Und darüber rede ich heute ein bisschen. Was mache ich so für Podcasts? Also im Moment mache ich eigentlich vier. Meine Podcasts sind alle auf Englisch. Ich habe damals angefangen, ich war eine Zeit in Australien in der Schule und danach nochmal zum Arbeiten. Und als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich festgestellt, oh, mein Englisch, das baut echt ab. Und die einzige Möglichkeit, wie man sowas am Laufen halten kann, richtig gut, ist mit einem Native Speaker zu reden. Also habe ich mir jemanden gesucht und habe angefangen, einfach Podcasts auf Englisch zu machen. Also im Moment mache ich meinen Hauptpodcast, heißt Geek News Radio. Da rede ich einfach mit Leuten über geekigen Kram, alles, was wir so mögen, Videospiele, Star Trek, Zeug. Ich mache seit Anfang des Jahres, seit ich Freelancer bin und unabhängig, mache ich einen Podcast jeden Wochentags morgens, Morning Call, wo ich ein bisschen über die Tech-News rede, die so an dem Tag passieren oder am letzten Tag passiert sind. Und dann mache ich noch so ein bisschen Spaß-Podcast. Ich mache einen mit einem Kumpel über eine Krimiserie und über Magic the Gathering habe ich jetzt auch probiert. Also wie gesagt, ich habe mir jemand im Internet gesucht, damals für den Podcast. Ihr kennt mich wahrscheinlich alle nicht. Also Mein Problem ist, ich mache halt nur englische Podcasts. Ich bin in Deutschland, kennt mich fast gar nicht, ich kenne auch keine anderen Leute. Aber wenn ihr Linux benutzt, habt ihr vielleicht mal von Linux Outlaws gehört. Das war der Podcast, den ich mir damals mit dem Kumpel aus England angefangen habe, weil wir beide Linux benutzt haben. Wir haben viele Linux-Podcasts gehört und jetzt kommt das, warum wird man vom Podcast-Hörer zum Podcast-Macher? Man hört einen Linux-Podcast zum Beispiel und die reden dann nur Blödsinn. Also wirklich so. Also man glaubt mir jedes Mal so, nee, das ist ja nicht so, wir müssen das jetzt mal richtig machen. Und dann habe ich halt einen Linux-Podcast angefangen. Linux Outlaws war zeitweise, glaube ich, der meistgehörte Podcast der Welt, also im Linux-Bereich. Das ist ja nicht so schwer, also nicht so einfach zu sagen. Es gab einen Luck Radio, der war viel bekannter, der hat irgendwann aufgehört und dann haben wir das übernommen und dann waren wir kurz die Kings. Ich habe 7 Jahre lang jede Woche eine Folge gemacht, 370 Folgen. Wer das kurz durchrechnet, das sind sogar mehr Folgen, als es Wochen in der Zeit gab. Also wir haben ein paar extra Folgen gemacht, das waren sehr, sehr viele Podcasts. Ja, kurz erklären, wie ich damit angefangen habe. Damals, 2007, da sah ich so aus. Habe in Bonn studiert, hatte, ja, wie das halt so ist, also heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, ich habe auf Magister studiert, da hatten wir alle noch ein bisschen mehr Zeit und so ein bisschen Langeweile und dann haben wir prokrastiniert, statt zu studieren und ich habe dann halt angefangen, okay, ich möchte jetzt einen Podcast machen, ich möchte Englisch lernen. Dann habe ich einen Kerl im Internet kennengelernt über Identica damals. Das war so ein Federated Social Network, ist, glaube ich, lange tot. Keine Ahnung, sowas wie Twitter halt quasi. Wir haben uns immer über Linux unterhalten. Dann habe ich gedacht, ey, ich wollte schon immer mal einen Podcast machen. Willst du nicht auch? Und ich habe halt damals, 2006, 2007, da gab es noch nicht so viele Podcasts. Also ich habe immer irgendwie englische Podcasts gehört. Twit, weiß ich nicht, ob ihr es kennt, This Week in Tech, riesiges Netzwerk. Security Now war der zweite Podcast, den ich gehört habe. Der erste hieß Power User TV, den gab es nur ganz kurz, kennt wahrscheinlich niemand. Ich habe das so gehört und ich dachte, so schwer kann das eigentlich nicht sein. Also man hört das so und dann will man halt das besser machen, weil die erzählen Blödsinn. Und dann habe ich gesagt, so, also einfach kann das, also es ist doch nicht so schwer. Ich brauche ein Mikrofon, ich habe meine Software hier. Lass das mal machen.
Und ich habe dann irgendwie festgestellt, das macht richtig Spaß. Also erstmal habe ich gemerkt, das ist für mein Englisch gut, wenn ich einmal die Woche mit so einem Typen aus Liverpool, der so richtig wie so ein Nordengländer so cool Englisch redet, das hilft richtig, das macht richtig Spaß. Und wie sah das aus? Damals in Bonn, ne? Das war meine Wohnung, das war mein Podcast-Studio. Ich hatte einige Handicaps im Gegensatz zu vielen Podcastern. Ich habe nur Linux benutzt. Ich hatte keinen Desktop-Computer, also man sieht, ne, alles Notebooks. Ganz wichtig hier Podcast-Fluid, ne, immer ganz gut. Ne, Podcast kann man ja bei trinken, ist ja kein Rundfunk, darf man ja. Und da habe ich eigentlich die ersten paar Sachen gelernt. Also das Erste, wenn ihr einen Podcast machen wollt, ich kann euch nur nahelegen, ein gutes Mikrofon ist echt Gold wert. Das war das Erste, was ich gekauft habe. Das ist so ein Behringer Membranmikrofon, B1 hieß das damals. Das war schon mal richtig gut. Also natürlich, wenn man so einen Podcast anfängt, man kann erstmal das benutzen, was man hat. Das Wichtigste bei einem Podcast grundsätzlich ist erstmal, dass man Folgen produziert. Also es gibt ja dieses berühmte Podfade, so, ne, die meisten Podcasts halten nicht länger als 20 Folgen. Wenn ihr jetzt euch so ein Projekt vornehmt und das erstmal schafft, 20 Folgen zu machen, dann seid ihr schon mal, habt ihr eigentlich schon mal gewonnen, weil die meisten Leute schaffen das schon mal gar nicht. Und danach kann man dann so ein bisschen über die Hardware nachdenken. Also vorher, wenn ihr halt irgendwie nur ein Headset habt oder was, dann macht das erstmal damit, versucht das erstmal zu machen. Aber wenn man dann sieht, okay, ich mache das gerne, das ist jetzt mein Hobby oder so, dann lohnt sich das schon, ein bisschen Geld zu investieren. Also ich habe damals, wie gesagt, ich bin oldschool, ich habe eigentlich der Software nicht vertraut. Also es lag auch daran, dass ich auf Linux, also 2006, 2007 war Audio auf Linux noch sehr, sehr wackelig. Aber ich habe mir halt irgendwie gedacht, na, wenn das Programm abstürzt, dann ist das halt weg. Das ist auch ein, zweimal passiert, dann machst du so eine 2-Stunden-Sendung und dann ist das auf einmal alles weg und es muss neu machen. Das ist echt blöd. Also ich habe mir damals einen Mixer gekauft, ein XLR-Mikrofon. Also man sieht hier so einen Hardware-Recorder. Das war ein Marantz. Mittlerweile habe ich den Zoom, der ist eigentlich richtig cool. Das verkabelst du dann, hast ein Audio-Interface und dann kannst du eigentlich auf deinem Rechner alles machen, was du willst. Der kann auch abschmieren, du kannst dabei auch Videospiele spielen, ist völlig egal. Du nimmst halt auf diesem Rekorder auf und dieser Hardware-Rekorder, also da komme ich nachher aber nochmal zu. Also das ist eigentlich das Größte, was ich dabei so gelernt habe. Und das hat halt irgendwie funktioniert. Ne? Ich habe es auch auf Linux hingekriegt. Ich habe, glaube ich, 10 Jahre lang Podcast komplett auf Linux gemacht. Schön immer mit Audacity geschnitten. Und so ging das dann. Ich war im Studium, habe einen Podcast angefangen und auf einmal haben den dann Leute gehört. Also wir haben den erst so gemacht, nur weil wir beide den machen wollten, ich und Dan. So, und dann irgendwann kamen auf einmal Downloads und dann haben Leute das gehört. Und dann habe ich so festgestellt, jetzt hören das irgendwie 1000 Leute oder so. Und dann habe ich halt angefangen, das richtig ernst zu nehmen. Also das war ein News-Podcast. Wir haben wirklich Linux-News gemacht, jede Woche. Ich habe richtig recherchiert. Wir haben angefangen, auf Konferenzen zu fahren. Eine Sache, die ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr einen Podcast habt und ihr habt eure Nische gefunden, meine Nische war jetzt Linux, Englisch, fahrt dahin, wo eure Hörer sind. Trefft die, redet mit denen. Ne, sowieso eine Konferenz ist super. Kannst du dir so ein Schild umhängen, so ein T-Shirt, ich mache Linux Outlaws. Und wir sind das erste Mal auf eine Konferenz in England gefahren und haben dann richtig Leute kennengelernt und von da an ging es dann richtig los. Da hatten wir richtig Hörer. Dadurch sind wir richtig bekannt geworden. Das führte dazu, lustigerweise, wir waren auf dieser Konferenz, das war irgendwie die letzte, das ist Luck Radio, das war ein sehr bekannter Linux-Podcast damals, die haben halt immer diese Konferenz organisiert und das war das letzte Jahr. Die haben dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen das nicht mehr machen. Und dann haben wir uns mit einem anderen Linux-Podcast zusammengetan und haben einfach gesagt, okay, wenn die das nicht mehr machen, machen wir unsere eigene Konferenz. Die gibt es immer noch, dieses Jahr wahrscheinlich, ich glaube, es ist geplant, OrgCamp 10, also seit 10 Jahren gibt es die Konferenz, ist ungefähr so groß wie die Subscribe hier mittlerweile, ist die größte Community-organisierte Konferenz im Vereinigten Königreich überhaupt. Man sieht auch übrigens, ich habe alle Frisuren durch, die es gibt, ne? Also Dreadlocks damals. Und das ist halt... Du fällst dann in sowas rein. Ich fand das irgendwie cool. Ich habe einfach irgendwie nur so einen Podcast gemacht. Ich war eigentlich niemand. Und auf einmal hören dich Leute und so. Und dann auf einmal organisierst du eine Konferenz. Und dann kriegst du richtig Hörer. Also dann stehst du irgendwann auf einer Bühne mit 300 Leuten davor. Ne? Also dann ist schon richtig gut. Wir haben es mit einem anderen Podcast zusammen gemacht. Das war für uns richtig gut. Also die hatten ihre Nische. Die haben nur über Ubuntu geredet. Wir haben immer nur über Ubuntu hergezogen. Also das hat super gepasst.
ja, da habe ich dann so ein paar Dinge auch natürlich irgendwie gelernt. So auf der Bühne stehen zum Beispiel, ne? Wenn du dann mal da so auf der Bühne, wenn du viele Live-Shows machst und dann so 300 Leute da stehen, danach kann ich eigentlich nichts mehr, kann ich nichts mehr aus dem Latschen hauen. Also ich war dann im Studium, am Ende habe ich dann irgendwie Theater gespielt und so, und das ist dann halt, da hatten die anderen Leute Lampenfieber und ich habe mir gedacht, hey, das Theater ist kleiner, als wenn wir eine Live-Show machen mit dem Podcast. Das ist alles kein Problem. Und das, was sich dann wirklich in meinem Leben geändert hat, ist, ich machte halt diesen Linux-Podcast. Ich studierte so vor mich hin, ne? Geschichte, Politik, Englisch, so bläh. Was willst du damit eigentlich irgendwann mal machen? Ich wusste zwar, du willst Journalist werden, aber ich wollte nie so ein Volontariat machen, wo ich dann neben dem Studio noch unbezahlt, ich hatte einen relativ guten schon Studentenjob, da habe ich richtig Geld verdient, so Tech-Support gemacht und so, und ich wollte da nicht unbezahlt bei so einer Tageszeitung irgendwie über Spielplätze berichten. Also eigentlich wollte ich Journalist werden, ich wollte aber nicht investieren quasi, ne? Und studierte so vor mich hin und sah dann irgendwann so einen Tweet von so einem englischen Webportal, das hieß The Age. Die haben gesagt, wir brauchen einen Redakteur. Für Open-Source-Zeug, vor allem Linux. Wenn er sich mit Linux auskennt, super. Dann habe ich halt einen Tweet zurückgeschrieben, so, ja, klar, könnte ich mir vorstellen. Habe die recherchiert, habe rausgefunden, boah, geil, das ist ein Ableger von Heise. Also wenn ihr irgendwie Techies seid oder so, in Deutschland natürlich Heise, ne? Buh. Und Heise ist so ein Ort, kann ich euch übrigens empfehlen, wenn da irgendwer mal arbeiten will, immer Vorstellungsgespräche hingehen, weil keiner traut sich da zu arbeiten. Die haben unheimlich Probleme, Leute zu finden, die für sie schreiben, weil alle so, oh, Heise, mein Gott, die wissen alle so viel, da kann ich mich gar nicht bewerben. So war ich auch. Ich habe mich dann halt bei dem englischen Ableger beworben, habe dann angefangen für die zu arbeiten, erstmal aus Bonn. Da haben sie gesagt, ja, können wir uns vorstellen, dann musst du nach London ziehen. Da habe ich nach London gezogen. Erster Job als professioneller Journalist gleich in London, mega geil. Ja, es wäre ohne den Podcast nie passiert. Also ich war der perfekte Typ für die, weil erstens waren die ein Ableger, also die haben mit Deutschen zusammengearbeitet, ne? Ich konnte für die übersetzen, war super. Und natürlich, ich kannte mich halt super mega mit der Linux-News-Welt aus, weil ich habe irgendwie vor 3 Jahre lang jede Woche für den Podcast das recherchiert. Also eine geilere Vorbereitung kannst du gar nicht haben. Gut, dann hatte ich meinen ersten Job und es ging halt so, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt diesen Linux-Podcast, aber also ich habe weiterhin immer noch Podcasts nebenbei gemacht. Das war immer mein Hobby und irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, jetzt musst du auch mal mehr als einen machen. Du willst vielleicht mal was anderes machen. Und dann kam so der nächste Schritt, habe ich mir so gedacht, okay, ich mache jetzt ein Podcast-Network auf und ich mache auch andere Podcasts. Das heißt, Six Gun Productions ist halt wegen Linux Outlaws. Wir hatten so ein Cowboy-Theme, ne? Six Gun ist so ein Revolver und so. Und seitdem habe ich halt, ich habe unheimlich viele Podcasts gemacht. Ich habe das versucht mal zu überschlagen, als ich das hier vorbereitet habe. Ich habe keine Ahnung. 10, 12, 15. Also ich bin so jemand, ich habe mich hier mit sehr vielen Leuten unterhalten über gestern und heute und so. Und die sagen dann immer, ja, ich habe einen Podcast angefangen, ich habe eine Nullnummer produziert oder mehrere und so, die haben wir dann nicht veröffentlicht. Und ich so, hä? Ich habe alles immer veröffentlicht. Also ich mache keine Nullnummern, ich mache einen Podcast und dann, ich schmeiße alles an die Wand und gucke, ob das kleben bleibt. Und dann, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Also ich habe einen sehr coolen Podcast, meiner Meinung nach, letztes Jahr machen wollen mit einem Kollegen. Deutschen Podcast über Videospiele, war super geil, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil er hatte viel zu tun, ich hatte viel zu tun, wir haben mit der Zeit nicht zusammengekommen, dann war halt nach 4 Folgen Ende. Ne? Und das passiert halt. Also da würde ich euch nahelegen, wenn ihr einen Podcast machen wollt, habt da keine Angst vor. Also dieser Podfade, das passiert auch jedem. Und ich mache das immer so. Ich lege so einen Podcast immer so an. Wenn ich was Neues mache, denke ich immer, das ist das geilste Ding ever. Das wird riesig. Ich baue das immer so, als ob das nachher 50.000 Hörer hat. Und mache das auch von Anfang an so und promote das so. Und wenn das dann nichts wird, dann wird das halt nichts. Fernsehen versendet sich, dann mache ich halt ein neues Projekt. So, also das finde ich ist auch eine große Stärke von Podcasts und davon, dass du das selber machen kannst, dass du einfach mal Sachen ausprobieren kannst und du kannst mal, ne? Ich meine, du hast da keine Firma, die dir dann auf die Finger haut, wenn das Ganze nicht funktioniert oder so. Mach einfach. Ja, und ich habe dann halt mir ein Podcast-Network aufgemacht, weiß nicht, wann war das? 2009 oder 10 oder so, da war das alles noch mit Podcast-Software, ne? Dann habe ich angefangen, wie machst du denn das? Erst habe ich das mit Drupal gemacht, das ist so ein CMS, habe ich quasi das selber gebaut, dann musstest du damit Podcast-Plugin und so. Dann habe ich überlegt, okay, ich schreibe mir jetzt eins selber, so in Python und Django, das sind lustigerweise Leute auch hier, die das jetzt machen, also die können das, ich konnte das nicht, bin kein Programmierer. Ich habe das alles gebaut, so mit Frontend und so und bin dann bis zum Feed-Parsing gekommen. Und da habe ich festgestellt, boah, Podcast-Feeds, die sind grauenhaft. Das kannst du nicht machen. Kannst du auch gleich vergessen. Naja, irgendwann bin ich dann bei Podlove gelandet, ne? Also vielen Dank, Tim. Großartig. Irgendwann habe ich das auch hingekriegt, dass ich mehrere Shows machen kann mit Podlove. Da musst du dann so eine Multisite-Instanz machen. Hast du Erfahrung mit? Also wenn du das machen willst, ich habe das jetzt so, du kannst irgendwie auch Shows in Podlove machen.
Aber ich hatte einen WordPress-Instanz mit meinem Podcast drauf. Und dann du kannst das konvertieren zu einer WordPress-Multisite-Instanz. Und dann kannst du unterschiedliche Blogs machen. Du machst einfach für jeden Podcast einen WordPress-Blog. Da musst du zwar jedes Mal das Theme wieder, aber du kannst das halt so kopieren. Du kannst diese Seiten so copy und pasten, dann hast du das gleiche Theme. Dann hast du schon mal den Podlove-Publisher da drin. Da musst du halt nur für den einzelnen Podcast die ganzen Daten wieder eintragen. Ich hatte jetzt das Problem, ja? Hast du einen Sammelfeed gemacht? Nein, ich habe keinen Sammelfeed gemacht. Weil das irgendwie, also mein Problem ist, meine Shows sind so unterschiedlich. Das wird irgendwie keinen Sinn machen. Also die Leute, die hören das. Also ich hatte das große Problem, dass ich natürlich alles in dieser Hauptinstanz drin hatte und habe das dann nochmal in ein anderes Blog für den Podcast verlegt und da musste das alles rüber kopieren und so. Also vielleicht auch eine Erfahrung, wenn man sowas anfängt und man denkt, okay, vielleicht mache ich irgendwann mal mehr Podcast, mach gleich eine WordPress-Multi-Zeit-Instanz. Das ist viel einfacher. Das ist nicht so viel schwieriger. Also du baust dir dann eine Seite, dann machst du das Theme und so, du kannst das alles exportieren. Also du hast ja diesen Theme-Customizer mittlerweile, da kannst du so eine Datei exportieren, die importierst du dann in der anderen Instanz und dann macht der das Theme wieder. Da musst du zwei, drei Sachen noch mit Hand nachziehen. Aber also es ist nicht so schwer. Es war schwer, das zu migrieren. Aber wenn du das, also wenn du kannst, würde ich das von Anfang an machen. Eine halbe Stunde. Ja, genau. Ich habe das jetzt auch 7 Mal gemacht. Und jetzt kommen 8 und 9 auch dazu. Das hat man irgendwann so drin. Ja, genau. Es geht dann. 8 und 9 ist gut. Also ich habe jetzt gerade 5 Shows am Laufen. Das ist schon manche davon laufen nicht so. eine Sache, die ich noch gelernt habe, ist, was unheimlich was bringt, wenn da so irgendwie andere Podcasts in der Nische sind, wenn ihr mit denen irgendwie freundschaftliche Beziehungen aufbauen könnt. Oder ein Podcast, ist natürlich auch geil. Würde ich nicht über den Zaun brechen, aber ich hatte immer so diese Hassliebe-Beziehung mit, wenn jemand Linux benutzt, kennt ihr vielleicht diesen Menschen, das ist John O'Bacon, der war lange Zeit Ubuntu Community Manager. Wir hatten so eine Hassliebe am Laufen. Also ich habe ständig zu deren Podcast reingeschrieben und geschrieben, ja, ist das Quatsch, John, mach mal so. Und dann hat er mich gedisst und dann kenne ich natürlich deinen Podcast, also das bringt schon was. Das wurde dann mit der Zeit alles professioneller. Also, wir waren in London, ich war da hingezogen wegen diesem DH-Ding und dann hat irgendwann Heise das zugemacht, weil die irgendwie kein Geld verdienen konnten und so. Und dann, das war ziemlich scheiße. Dann saß ich in London rum und hab gedacht, was machst du jetzt? Bin dann im Endeffekt, hab einen Job bei der CT gekriegt, also beim Heise Mutterschiff. Dann bin ich so über die Hintertür dann doch reingekommen. Bin nach Hannover gezogen, beziehungsweise Isernhagen. Das war mein Studio in Isernhagen. Man sieht immer noch Podcast Fluid, ganz wichtig. So unterm Dach. Das war eigentlich ein begehbarer Kleiderschrank, ne? Aber ich bin ja, ich bin verheiratet, ne? Man muss ja irgendwo so podcasten, wo die Frau dann auch noch leben kann nebenbei, ne? Und du willst ja nicht, dass du, egal. Es wurde aber professioneller. Wir haben angefangen, Livestreams zu machen. Das war damals auf, Hangouts, gibt es das überhaupt noch? Weiß ich nicht. Also es war bei Google Plus mal relativ einfach. Weil die Leute haben immer geschrieben, wir wollen Video. Ich habe irgendwie nicht verstanden, wieso, aber ist vielleicht auch noch eine Idee. Heutzutage geht das mega einfach. Also wenn ich das jetzt manchmal streame, ich das einfach auf Twitch nebenbei, ich nehme Podcast auf. Manche Leute mögen das einfach. Und ich bin dann bei der CT gelandet, bei Heise, war da 6 Jahre, über 6 Jahre Redakteur. Und daraus entstand dann auch ein Podcast, weil kaum war ich bei Heise, kam ein Kollege auf mich zu, Achim Bartschok, der läuft auch hier irgendwo rum oder lief auf jeden Fall heute hier rum. Der meinte, so machst du irgendwas mit Podcasts. Ich versuche hier schon seit Jahren einen Podcast anzufangen. Lass uns das doch mal machen. Und dann haben wir überlegt, okay, ja, cool. Wir sind jetzt bei der CT, wir haben unheimlich Content, ne? Die produzieren alle 2 Wochen so ein Heft und so, da kannst du super einen Podcast draus machen. Ja, diesen Podcast anzuschmeißen in der Firma war nicht einfach. Also erstmal hatten wir einen Chefredakteur, der wollte eigentlich nicht, der ist nicht mehr Chefredakteur, deswegen kann ich das vielleicht erzählen. Der wollte das damals nicht so, dass Redakteure nicht schreiben, ne, dass die so Arbeitszeit auf andere Sachen verwenden. Und wir haben ja kaum, also wir haben so einen Podcast, machen sie immer noch, einen Videopodcast, aber auch einen Audiopodcast, so immer so 45 Minuten, eine Stunde lang. Einfach mit 2 oder 3, also normalerweise 2 Moderatoren und 2 oder 3 Redakteuren, die halt einen Artikel geschrieben haben, die lädst du dann ein, dann reden die 45 Minuten, die bereiten sich ja nicht vor, die haben ja den Artikel geschrieben, die kommen rein, reden darüber, fertig. Also warum die nicht wollten, dass wir da Zeit drauf verschwenden, habe ich überhaupt nicht verstanden. Naja, wir haben das dann hintenrum gemacht.
Also ich bin damals zu dem, oder ich und Achim, wir haben uns das als gebrainstormt, haben uns noch ein paar Kollegen gesucht, sind dann zu dem Videoverantwortlichen gegangen, weil, also um das überhaupt zu machen, mussten wir einen Videopodcast draus machen. Ich und Achim, wir sind Audiotypen, wir wollten einen Audiopodcast machen. In der ersten Folge, wir benutzen da auch so diese Headset-Mikrofone, die mag ich eigentlich gar nicht. In der ersten Folge hatten wir noch so richtige geile Tischmikros, ne? Aber wir wollten halt, dass das auch Audio-Podcast wird. Aber wir mussten das als Video machen, wir haben uns den Videoverantwortlichen als internen Unterstützer gesucht, der hat dann gesagt, okay, wir sagen dem Chefredakteur erstmal nichts. Wir machen das jetzt erstmal. Wir machen jetzt, und dann, ja. Mittlerweile ist das einer der erfolgreichsten Tech-Podcasts in Deutschland. Gerade auch was Video angeht, ist super beliebt. Die Leser lieben das. Die sehen dann auch mal, wie CT-Redakteure wirklich aussehen und dass die lustig sind. Ne? Also haben wir wirklich Charaktere dabei gehabt. Lustigerweise auch der Name CT-Uplink. Ich hatte den damals vorgeschlagen. Ich fand das irgendwie geil, so Uplink. Ne? Wir strahlen alle von den Scheiße. Aber es kam keiner mit einer besseren Idee und jetzt heißt das Ding CT-Uplink. Das ist vielleicht auch noch so eine Sache. Einfach so Namen nicht überdenken. Ne, also irgendwann, wenn du denkst, wenn dein Podcast daran scheitert, und ich kenne viele Leute, deren Podcast ist daran gescheitert, dass sie keinen richtigen Namen gefunden haben, nimm einfach irgendwas und fang damit erstmal an. Und am Ende, da gewöhnen sich die Leute schon dran, das wird schon gut. Ja, da sind Sachen, interessante Sachen passiert. Das ist eine Folge, da kam Reinhard Grebe in die Sendung. Kennt ihr vielleicht Brandenburg? Da haben die mich unheimlich überrascht. Die Folge ist großartig, weil ich so, hä? Wer ist das? Also wir hatten unheimlich viel Spaß. Das ist eins der Sachen, die mir bei Heise am besten gefallen haben, diesen Podcast zu machen. Vielleicht als Erfahrung daraus, macht das einfach mal, auch in der Firma, einfach machen. Vielleicht auch an Widerständen vorbei. Uns haben die Leute dann jahrelang gesagt, das ist viel zu lang, 45 Minuten, mein Gott, das muss ja auf YouTube, das müssen 15 Minuten und so. Und ja, klar, aber eigentlich die Hörer finden das geil. Also die schreiben uns eher immer, mach doch mal viel länger. Und ach so, das ist vielleicht noch was ich so sagen kann, das ist so ein, oh, ich bin viel zu lahm. Naja, egal, das ist ein Pet-Peeve von mir. Wer diese Länge bei dem Podcast, ne? Podcast kann man pausieren. Ich mache Podcasts, die sind 3-4 Stunden lang. Wenn die dir zu lang sind, dann pausier den und hör den andermal weiter. Ich verstehe das nicht. Naja, egal. Ich landete dann da, war dann in so einer Nerd-Redaktion, wo keiner vor die Kamera will und zack, habe ich alles gemacht. Ich habe auf WC-Bild mit Georg Schnurrer, kennen vielleicht noch Leute aus dem älteren Kaliber, der hatte früher eine Fernsehsendung, mit dem habe ich dann Sachen moderiert. Ich war auf einmal im Fernsehen, überall. Da hat mich der Podcast natürlich auch super darauf vorbereitet. Ich habe lauter Radiointerviews gegeben, konnte ich einfach. Die haben gesagt, kannst du mal eben mit Niedersachsen Lokal, geh mal ins Studio, stell dich mal neben die Moderatorin und erzähl irgendwas über IT-Sicherheitslücken. Kein Problem. Ich habe ja jahrelang Podcast gemacht. Also ich hatte überhaupt keine Hemmungen, frei zu reden und so. Kann einem im Berufsleben durchaus was bringen. Also diese Routine, wenn man einmal die Woche so einen Podcast aufnimmt, ist schon richtig geil. Das letzte Mal, wo ich dann noch Lampenfieber hatte, war, da haben sie mich ins NDR-Lokalstudio in Niedersachsen geschickt und mir so eine riesige Kamera vors Gesicht gehalten und mich live in die Tagesschau reingeschaltet. Da hatte ich dann noch kurz Lampenfieber. Dann hast du unten so siehst du so die Moderatorin, darfst aber nicht drauf gucken und so. Ja, das war ganz lustig. Da habe ich dann live in der Sendung dem Innenminister widersprochen. Hat alles sehr viel Spaß gemacht. Linux Outlaws habe ich irgendwann gekillt. Oder ich und Dan haben den gekillt. So nach 7 Jahren hatte sich das irgendwann, wenn du einen Podcast so lange machst, es schleift sich ein. Es ist immer das Gleiche. Wir hatten irgendwann keine Lust mehr, das zu machen. Und auch da würde ich sagen, habt keine Hemmung, wenn ihr jetzt mal irgendwann so einen Podcast habt. Vielleicht, ne? Und der läuft, also ihr merkt einfach, ihr wollt das nicht mehr machen. Habt keine Hemmung, den auch irgendwann zu beenden, weil das ist das Beste für das Projekt. Wir haben das vorher angekündigt, haben den Leuten das gesagt, haben noch so ein bisschen Community-Hype generiert, war eigentlich ganz schön, war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Ich habe danach dann ein Jahr, also man sieht, der war relativ beliebt zwischendurch, ich habe danach ein Jahr gar keine Podcasts gemacht. Das war unheimlich entspannt. Also dieses nicht immer jede Woche irgendwas aufnehmen zu müssen, war total geil. Ja, aber ich kriege jetzt immer noch einmal die Woche ungefähr über Twitter oder so Fragen von Leuten, boah, Linus Outlaws war so geil, warum habt ihr den gekillt? Ich habe Anfang des Jahres, war ich dann als Twit-Fan auch das erste Mal nach 14 Jahren oder so, war ich dann mal in der Twit-Sendung, haben wir drüber geredet. War sehr cool. Ich bin eigentlich viel zu langsam, deswegen jetzt noch meine wichtigste Lektion, ganz wichtig. Das ist das Beste, was ich mir je gekauft habe. Das ist ein Zoom-Recorder. Das Ding ist total geil. Wenn du mobil podcasten willst, hängst du da zwei Mikrofone rein. Und ich nehme einfach alles auf dem Ding auf. Also ich habe
ich route mein Audio über Audio-Interfaces in den Mixer und dann mache ich das auf dem Mixer. In der Regel, wenn ich mit zwei Leuten einen Podcast mache, lege ich meine auf die linke oder auf die rechte Seite von der Stereo-Spur seine auf, ne, auf die andere und dann hast du zwei Spuren. Und das Geile an den Dingern ist, die können, also die stürzen eigentlich nicht ab. Wenn sie abstürzen, hast du alles bis zu dem Punkt. Wir haben bei LO mal eine relativ bekannte Linux-Entwicklerin interviewt. Dann 10 Minuten vor Ende der Sendung ist, glaube ich, mein Rechner abgeschmiert. Dann war vorbei. Audacity war tot. Ich hatte keine Aufnahme. Dann haben wir das Interview wieder aufgenommen. Waren total glücklich, dass es gut war. Dann hat Dan mich angerufen und gesagt, ich habe die Datei verloren. Und dann durften wir es zum dritten Mal aufnehmen. Da haben wir ihr dann einen Präsentkorb geschickt, weil uns das so peinlich war. Und das macht auch so ein Interview nicht besser, wenn du das dran. Also wir wollten ja witzig sein. Das ist einfach nicht gut. So ein Ding ist total geil. Diesen Mixer habe ich mir damals gekauft. Ich habe gedacht, kaufst du einen Billing-Behringer-Mixer. Wenn du irgendwann mal geil groß bist, dann kaufst du dir einen guten. Ja, der hält immer noch. Der hält seit 2006 dieses Scheißteil. Es geht einfach nicht kaputt. Und funktioniert super. Ja, im Endeffekt habe ich dann einfach nicht aufgehört, Podcasts zu machen. Ich habe das Jahr Pause gemacht und danach hat es mich wieder gekitzelt. Ich mache jetzt mittlerweile nur noch so Podcasts. Ich ziele einfach nicht auf darauf, irgendwie maximale Audience zu kriegen. Ich mache das einfach nur, weil mir das Spaß macht. Ich finde, das ist auch schön, wenn man so, ich weiß nicht, mir reicht das, wenn ich 500.000 Hörer habe, so weiß ich, Leuten gefällt das. Und ich mache dann einfach, was ich will. Ich habe mir angewöhnt, früher habe ich sehr, sehr viel geschnitten. Und ich mache das auch in Audacity. Ich benutze nicht irgendwie so dieses Newfangled, wie heißt das, Ultraschall. Nö, ich mache das seit Ewigkeiten in Audacity. Ich habe früher alles geschnitten. Ich habe jedes R bei mir rausgeschnitten, das total professionell gemacht. Mein Gott, ich habe, glaube ich, für eine 2-Stunden-Podcast voll früher 8 Stunden da gesessen, das zu schneiden. Das ist total bescheuert. Also mittlerweile denke ich mir, Mut zur Lücke, wenn da erst drin sind, ist halt so. Also mittlerweile versuche ich eine Show einfach reinlaufen zu lassen, aufnehmen, live to tape, dann ein bisschen Musik hinter, fertig. Und das würde ich euch auch empfehlen. Ich weiß nicht, wie ich Linux Outlaws die ausgehalten habe damals, warum ich da so viel Zeit reingeschrieben habe. Ich bin bescheuert. Also wenn ihr so ein Projekt anfangt, versucht das erstmal zu minimieren. Versucht so viel wie möglich zu automatisieren. Und versucht das so einfach wie möglich zu machen und versucht diese ersten 20 Folgen mal zu produzieren oder 25. Und wenn ihr dann immer, also denn meiner Erfahrung nach kommt danach ja keiner auf die Idee, dann am Ende noch mal mehr zu schneiden. Ne? Also ich meine, das ist halt, kann man machen, aber ich habe mir immer gedacht, am besten viel automatisieren. Ja, im Januar habe ich dann aufgehört, bei Heise zu arbeiten. Seitdem fragen mich alle, warum zur Hölle gibst du so einen Job auf? Und eigentlich auch wieder wegen meinem Podcast, weil ich immer mal, ich musste da raus, ich wollte was Eigenes machen. Das hätte ich mich eigentlich nie getraut, wenn ich nicht seit ewig keinen Podcast machen würde. Weil dadurch habe ich viel gelernt. Ich weiß, ich habe Selbstbewusstsein entwickelt. Ich weiß, ich kann Sachen auf die Beine stellen. Ich kann ein Podcast-Network auf die Beine stellen. Ich kann eine Sendung auf die Beine stellen. Ich kann mich selber vermarkten. Mache ich auch seit 12 Jahren. Ja, das ist eigentlich total geil. Also so ein Projekt machen gibt einem natürlich auch so viel fürs Leben und so. Ich mache jetzt morgens immer so einen Stream, das ist dieser Morning Call Podcast, weil ich sonst nicht aus dem Bett komme. Das Erste, was ich mache, also das ist ein Podcast und ein Stream, ich setze mich einfach hin und referiere so ein bisschen die Tech-News und so. Ganz gut, ja. Und eigentlich habe ich das natürlich gemacht, um einen Dichter aus meiner Heimat zu zitieren, ne? Freiheit. Freiheit ist das Einzige, was zählt, weil ich verdiene jetzt wahrscheinlich weniger Geld, aber ich kann jetzt einfach die Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich kann auch mal einen Podcast machen. Das ist ein Bild von Montag. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt mal raus und bin ans Meer gefahren und habe einfach da geschrieben. Und heute ist mir eingefallen, ein Vollidiot. Eigentlich könnte ich da auch einen Podcast produzieren. Muss ich vielleicht das nächste Mal einfach machen. Ja, und das ist vielleicht auch irgendwie so die wichtigste Erkenntnis, dass man einfach das macht, was einem Spaß macht. Und das auch, gilt auch für Podcasts. Macht einfach, denkt nicht darüber nach, was wollen jetzt die Leute hören und wie optimiere ich das und was bla bla. Nee, wenn euch Star Trek Discovery interessiert, macht einen Star Trek Discovery Podcast. Hier sind, glaube ich, 5 verschiedene Star Trek Discovery Podcasts. Das wäre mir völlig egal. Ich wette, wenn ich die höre, weiß ich ganz genau, was ich anders machen will, was ich besser machen will. Und dann würde ich das einfach machen. Und wenn es keiner hören will, okay, das seht ihr dann nachher, wenn ihr keine Downloads habt, habt ihr keine Downloads. Naja, das war es eigentlich auch schon, außer ihr habt noch Fragen. Wenn ihr meine Podcasts hören wollt, sixgun.org, und wenn ihr die Slides haben wollt, könnt ihr ja auch im Internet euch nochmal angucken. Ja, außer jemand hat jetzt noch irgendwie Fragen, habe ich es in einer halben Stunde geschafft.